MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Haxenbayer mit dem 9. Part, glaube ich, vom 1 Million Münzen Pack Opening. Und heute habe ich wieder den Malvin dabei. Servus German Ultra Gaming, alles klar bei dir? Yo Haxen, servus Leute, ja danke, dass ich wieder dabei sein darf. War ja ziemlich cool letztes Mal und scheint doch ganz gut angekommen sein bei euch. Und ja, ich freue mich wieder riesig dabei sein zu dürfen. Ja, also ich muss sagen, kam es gut an, die Leute haben immer mehr von dir verlangt. Ich habe auch ein paar private Nachrichten bekommen. Hey Haxen, kannst du bitte mehr mit dem Malvin machen? Ernsthaft? Ja, ein paar Nachrichten habe ich bekommen, die Krass. Mich darum gebeten haben, noch mehr mit dir zu machen. Aber das, ja, es macht Spaß und so, aber ich möchte auf meinem Kanal eher so der Einzige sein, der Videos macht. Ja, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, mit dir dann in Zukunft noch bei FIFA 14 irgendwas mal gemeinsam zu machen. Ich bin mir sicher, dass die Resonanz wieder recht positiv sein wird von meinen Abonnenten. So, jetzt gehen wir wieder zurück zum Pack-Opening. Ihr seht schon oben rechts, ich habe jetzt 208.000 Münzen. Knapp 10.000 wieder mehr als in der letzten Folge. Liegt ganz einfach daran, ich habe ein paar Sachen verkauft. Also vom letzten Pack-Opening sind ein paar Sachen weggegangen. Und ich habe ein paar Matches gemacht mit meinem, Billig-Team, genau, Billig heißt es ja. Mit CC und so. Wie viele Matches habe ich jetzt insgesamt gemacht? Ja, 11 Stück habe ich mit diesem Billig-Team gemacht. Und habe dadurch auch ein paar Münzen bekommen, habe ein, zweimal den Goldpokal geholt. Aber ja, die Lust auf Matches ist auch schon relativ gering, muss ich sagen. Und hier seht ihr jetzt nochmal mein Pack-Mix-Team. Hat sich auch nichts mehr verändert, außer jetzt Defoe hier und Sanchez von der letzten Folge. Und wir machen jetzt weiter mit den Packs. Bis 100.000 öffne ich und dann ist Schluss für heute. Natürlich werde ich wieder nebenbei mit Malvin ein bisschen quatschen. Ich habe mir gedacht, wir reden heute mal über die neuen bekannten Neuigkeiten über FIFA 14 und FIFA 14 Ultimate Team. Und ja, Malvin, hast du diese ganzen neuen News alle verfolgt? Also, ja, natürlich. Weißt du alles? Bist du up to date? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Also, ich habe, glaube ich, alles gesehen, gelesen, was halt rauskam. Ob ich jetzt alles gemerkt habe, keine Ahnung. Aber was da natürlich geschaut habe, waren ja die 50 besten Spieler, die rauskamen. Ich glaube, die hat jeder gesehen. Und die Werte sind meiner Meinung nach absoluter Mist. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber keine Ahnung, ich verstehe einen Spieler wie Agüero, der nichts gerissen hat diese Saison, kriegt ein Upgrade und dann ein Ribéry, der Triple gewinnt, Europas Fußballer des Jahres und keine Ahnung, was er noch alles gewonnen hat und er bleibt auf 90 und das verstehe ich einfach nicht. Ja, ernsthaft, ich hab's ausgemacht, was soll denn der Scheiß? Warte. Ja, er ist natürlich jetzt recht blöd, lassen wir ihn mal kurz hier das Telefon abschalten. Ich habe jetzt hier Eto'o gezogen. Das Pace Beast, ich packe dieses Monster natürlich mal ins Team rein. Ist natürlich jetzt nicht so ideal, was bei Malvin da abgeht, aber ich denke mal, ihr könnt es schon verzeihen. Ich habe jetzt den Pelissia verkauft, also beziehungsweise auf den Markt gestellt und Eto'o rein. 4-5-1 hier noch dazu, wir warten immer noch auf Malvin. Ich bin wieder da. Er ist wieder da, sehr schön. Also Leute, nehmt ihm nicht übel, das kann ja mal passieren. Übrigens, ich habe gerade Eto'o gezogen, Malvin. Die alte Pace-Uhre. Ja, ich habe gedacht irgendwie, ja, vielleicht ist es ja schon die Chelsea-Version, weil der ist ja nach Chelsea, zu Chelsea gewechselt, ne? Ist es noch gar nicht sicher? Ist es schon fix? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Nur so gelesen, dass es Gerüchte wären, aber ob das jetzt fix war, habe ich jetzt keine Ahnung. Also ich muss sagen, ich habe bei Footed wurde ja jetzt auch schon mittlerweile auf FIFA 14 umgestellt, da kann man aktuelle Daten und so gucken. Und da gibt's Eto'o, glaube ich, soweit ich weiß, als Chelsea-Version. Davon gehe ich gehe halt dann davon aus, dass das dann durchgegangen ist, dass Eto'o jetzt wieder in der Premier League spielt oder was heißt wieder. Und schon wieder Klischee gezogen, ne? Er ist kein schlechter Linksverteidiger. Ich habe was nachgeschaut und zwar, du kennst doch bestimmt den Patrick Herrmann von Gladbach. Und er hat in FIFA 13 85 Tempo. Spielt eine Drecksaison und kriegt ein Tempo-Upgrade auf 91. Da denke ich mir auch so, hä? Das Spiel soll langsamer werden, aber Hauptsache er kriegt 6 Tempo mehr. Ja, es ist. Du hast ja vorher schon angefangen mit den Bewertungsthemen. Also, du hast vorhin aufgehört, bevor dein Telefon geklingelt hat.
Entschuldigung. Dass, macht nichts. Dass es ein Witz ist, dass Ribéry mit all seinen Titeln und mit diesem großen Titel Europas Fußballer des Jahres nicht abgegradet wird. Das finde auch ich sehr, sehr lächerlich. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich Bayern-Fan bin, Leute. Ja. Es geht einfach ums Prinzip, weißt du? Spieler, die in der Premier League spielen, die aber eine mittelmäßige Saison oder eine schlechte Saison spielen, die werden auf einmal abgegradet. Und einer, der die Saison seines Lebens spielt, jetzt wieder bei Ribéry, der wird nicht abgegradet. Und das finde ich halt schon ziemlich schwach. Viele Leute regen sich ja auch auf, dass manche Spieler, wie zum Beispiel Robinho, El Shaarawy, keine 4 Sterne mehr haben und Robinho dann keine 5 Sterne mehr hat. Ich muss sagen, mir persönlich ist es relativ egal. Natürlich ist es so, dass ein Spieler wie Robinho oder so, der früher recht viel getrickst hat, die Tricks nicht einfach von heute auf morgen verlernt. Ja, das stimmt. Ich glaube aber, dass EA das so bewertet, wie häufig diese Spieler Tricks verwenden unterm Jahr. Und wenn jetzt ein El Shaarawy oder ein Robinho während der Saison wenig trickst, ja, dann weiß ich auch nicht, dann machen sie halt weniger Sterne. Oh mein Gott, ist das ein Witz. Ich zieh grad Jetson, den 5-Star-Skiller, ein Pack später ziehe ich ihn wieder. Aber wenn es danach gehen würde, dann würde Messi auch weniger Sterne haben, weil... sagen wir mal so, er dribbelt jetzt, also von den Tricks, der macht im Prinzip gar nichts. Vielleicht mal Ballrolle oder Übersteiger, aber das war's doch wieder. Aber trotzdem hat er 4 Sterne Skills und das finde ich nicht ganz fair, weil andere machen vielleicht mehr Tricks und haben dann weniger Sterne. Klar, Messi dribbelt sich vielleicht durch die Abwehr und alles, aber das sind keine Skills, das ist einfach normales Dribbling. Ja, genau, das ist halt beweglich sein und sein perfektes Dribbling halt ausnutzen. Das ist ja das. Ja, fast identisch wie bei Robben. Robben trickst ja auch nicht so viel rum, wenn ich jetzt hier keine Scheiße laber. Ja. Aber er hat halt eine so gute Ballführung, dass er halt oftmals easy durch die Verteidigung kommt. Und da finde ich auch, dass EA das nicht so bewerten sollte nach Sternen dann. Also, keine Ahnung. Aber mir persönlich ist es relativ egal. Ihr wisst ja, ich bin nicht so der üble Skiller. Ich kann zwar fast jeden Trick mal ausführen und so, aber ich bin nicht so derjenige. Ich spiele eher so ein bisschen realistischeren Fußball, sage ich jetzt mal, Ballbesitz und so. Immer Spiel beruhigen. Ja klar, Spiel beruhigen. Du wisst ja Bescheid, Leute. Aber generell finde ich die Bewertungen ziemlich lachhaft bei manchen Spielern. Ribéry ist eigentlich das beste Beispiel, das haben wir ja schon genannt. Ja. Ich finde aber auch... wir haben vorhin schon drüber gesprochen, als wir noch nicht aufgenommen haben, dass die besten 3 Keeper im ganzen Game gerade mal 86 bewertet sind. Das ist Buffon, Neuer und Casillas. Ja. Casillas gehört für mich gar nicht mehr in diese große, hohe Kategorie. Der gehört für mich, seitdem er ja fast die ganze Saison, glaube ich, auf der Bank war, wenn ich recht informiert bin, stimmt das? Ja. Ja, wurde auf die Bank gesetzt, was ich überhaupt nicht verstehe, aber okay. Ja, ich finde halt, weil er auf der Bank die ganze Zeit war, sollte er jetzt nicht zu den besten Keepern in Ultimate Team gehören. Natürlich ist er ein sehr guter Keeper, aber ich weiß nicht, ein Neuer hat zwar aktiv wahrscheinlich nicht so viel geleistet für dieses Triple, was Bayern sich geschnappt hat, aber dennoch war er in sehr vielen Spielen ohne Gegentor. Und was passiert? Er wird downgegradet um einen Punkt. Ja, weiß nicht. Ja, ich freue mich total auf Neuer, weil er war bei mir bei FIFA 13 totaler Dreck, das glaubst du gar nicht. Also der hat Dinge reingelassen, die waren unmöglich. Also die waren physikalisch gar nicht möglich. Da hat er die Bälle reingelenkt, so, keine Ahnung. Und ja, jetzt wird er noch schlechter und yeah. Jetzt kannst du wenigstens, oh mein Gott, Benteke gezogen. Das ist doch schon mal was, ne? Immerhin. Aber noch nicht das ganz Große. Nee, aber ich glaube, das ist trotzdem der wertvollste, den ich bis jetzt hier gezogen habe. Ja. Aber ich werde den jetzt nicht verkaufen, weil ich Benteke schon immer mal ausprobieren wollte, aber mir nie sicher war, weil seine Werte jetzt nicht so überragend sind, finde ich. Ich packe den jetzt mal für Aubameyang-Pace rein, weil Aubameyang-Pace ist voll der Müll. Also bei mir geht der überhaupt nicht ab. Ich kann es euch mal zeigen, wenn es noch geht, genau. Nee, das ist Benteke. Wie kann ich das jetzt machen? Hier B drücken und dann R3. 6 Spiele, 2 Tore. Das ist ein Witz, Leute. Nee, mir gefällt der nicht. Ich packe ihn jetzt mal auf den Tauschstapel. Was wollte ich jetzt sagen? Schon wieder hier, check. Okay. Wolltest du doch mal probieren, weil er doch... Ja, er hat ja gar nicht mal so schlechte Werte, muss man sagen. Ja, ich habe mich ja dann dagegen entschieden, weil ich deutlich bessere ZMs in meinem Team hatte oder habe. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, genau. Du hast ja gemeint, dass Neuer...
noch schlechter jetzt wird. Und ja, dann wollte ich sagen, dann hast du wenigstens keinen Grund, dich aufzuregen, weil er dann sowieso schlecht Torres gezogen, weil er sowieso schlechter bewertet ist als letztes Jahr. Letztes Jahr war er, oder dieses Jahr halt in FIFA 12, 13, ihr wisst 13. ja, was ich meine. Ja, da war er ein 87er Keeper. Und von einem 87er erwartet man halt ein bisschen mehr als von einem 86er zum Beispiel. Also auch eine Kopfsache, glaube ich. Ja, schon. Wobei ich sagen muss, er war nicht der einzige Torhüter, der bei mir Dreck war. Aber er war von den Werten her der mit Abstand Beste. Und er hat trotzdem genauso viel Scheiße gemacht wie ein, keine Ahnung, ein Wiese, ein De Gea oder sonst was. Mhm. Also ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Ich habe da Sachen kassiert, verstehe ich einfach nicht. Und da erwarte ich von einem 87er mit solchen krassen Werten einfach mehr. Ja, es ist sowieso ein Mysterium, warum ein Keeper, zum Beispiel Lloris, bei manchen Spielern, wie bei mir zum Beispiel, voll das Biest war und bei anderen Leuten voll der Dreck war. Ja. Okay, hier ist die, ich habe gerade die Transferversion gezogen von Jozy Altidor. Ich glaube aber nicht, dass der viel wert ist, aber mal gucken. Ja, ich verstehe das einfach nicht. Wieso sind denn Torhüter immer von Spieler zu Spieler verschieden stark? Also Neuer war bei mir, als ich ihn das erste Mal hatte, totaler Müll. Als ich ihn beim zweiten Mal hatte, ging er richtig ab. Und beim dritten Mal war er so teils, teils. Mal gut, mal schlecht. Keine Ahnung, woran das liegt. S war hingezogen. Oh Gott. Oh Mann, ey. Ja, ich verstehe es einfach nicht. Keine Ahnung. Bei mir ist es ja auch so gewesen. Bei meinen Gegnern ist der Spieler einfach übelst krass. Okay, den hole ich mir auch. Der muss bestimmt auch richtig gut sein. Stelle ich in mein Team rein. Oh Gott, schnell Verkauf. Ja, es ist echt komisch. Es ist echt komisch. Aber jetzt wollten wir drüber sprechen. Und ich habe dich am Anfang gefragt, ob du up to date bist. Und dass wir ein bisschen über das kommende FIFA sprechen. Ja. Also ich habe mir ein paar Videos auch von anderen YouTubern natürlich angeschaut, die das Spiel schon testen konnten. Ich wurde leider nicht eingeladen von EA. Schämt euch, EA. Was für eine Schande. Ich hoffe, das ändert sich mal, weil ich wäre schon echt mal gern dabei bei diesem Event und würde auch gern mal die Leute kennenlernen, Hamburger Youngsters und so weiter. Ja. Und ich habe, muss ich sagen, die ganzen Videos, da hat mir FIFA echt gefallen, was ich da so gesehen habe. Ich finde auch das ganze Design vom Menü und so richtig schön geworden. Also ich muss sagen, ich freue mich richtig drauf. Wie geht es da dir so? Also was ist so dein Eindruck von den ersten Gameplays von Ultimate Team? Ja, von den Gameplays konnte man jetzt nicht so richtig viel sehen. Also da muss man erstmal abwarten. Vom Design her finde ich das eigentlich ganz gut alles. Finde ich moderner, bis auf die Karten, Spielerkarten da, die sehen ein bisschen komisch aus, keine Ahnung. Ist aber natürlich Gewöhnungssache, man gewöhnt sich irgendwann dran. Aber ich muss sagen, die Packs sehen auf jeden Fall sehr schön aus, denn ich habe mir gestern nochmal so einen Livestream reingezogen. Irgend so ein Engländer, und in England konnten bestimmte Leute FIFA 14 Ultimate Team Beta testen. Mhm. Und da konnte man halt sehen, wie Ultimate Team aussieht und wie alles halt so funktioniert und keine Ahnung. Also mir gefiel es schon ziemlich gut, sah sehr schön aus das Menü, die Spieler haben relativ, also fast alle haben glaube ich neue Bilder. Ja. Also ich bin sehr gespannt drauf, scheint wohl besser zu werden, aber abwarten, ich dachte ja auch bei FIFA 13, ja wird besser, erst abwarten. Ja, da gebe ich dir recht, erstmal abwarten, ich freue mich auf jeden Fall jetzt erstmal auf die Demo, die kommt, aber ich muss auch sagen, obwohl die Demo dann vielleicht mich überzeugen würde, bin ich immer noch ein bisschen skeptisch, was das Ultimate Team anbelangt, weil das ist halt dann trotzdem ein Unterschied wie Tag und Nacht meistens. Bei einer Sache muss ich dir widersprechen, es gibt mittlerweile schon sehr viel Ultimate Team Gameplay, auch mit Matches und so. Ja. Und das hat mich auch sehr überzeugt. Ich freue mich in allen Belangen auf FIFA 14. Ich freue mich auf den Karrieremodus sehr, sehr stark. Genau, da könnte ich ja auch noch mal kurz was ansprechen. Beim Karrieremodus, ich weiß nicht, ob du das schon weißt oder ob ihr das da draußen schon wisst. Es gibt jetzt, wenn man jetzt Spieler kaufen will, sagen wir mal, ihr wollt jetzt für eure Mannschaft, Bayern zum Beispiel, Bale verpflichten. Ne? Dann sucht ihr einfach nach Name Bale. So, und früher war es ja immer so, es stand dann da, Bale, 90er. Ach ja. Und dann die ganzen Ingame-Attribute. Jetzt steht das nicht mehr da. Jetzt, also ich erkläre es jetzt, falls du schon weißt, erkläre ich es mal meinen Zuschauern. Ihr werdet jetzt Spieler, die ihr kaufen wollt, nicht mehr, ihr werdet die Bewertung nicht mehr sehen können. Ihr müsst, wie im echten Fußball, und das finde ich richtig geil, ihr müsst diesen Spieler beobachten lassen
der über eine bestimmte Zeit im Stadion zum Beispiel sitzt, das machen die in echt ja auch. Was weiß ich, Real Madrids Leute hocken im Stadion bei Tottenham und beobachten Bale. Das haben sie ja in echt bestimmt auch gemacht. Verstehst du, was ich meine, Malvin? Ja. Genau, und dann muss man erstmal Geduld haben und dann wird dir ungefähr gesagt, welche Attribute er so hat und welche Gesamtstärke er ungefähr hat. Ja, das sind aber alles Schätzwerte und ich finde das richtig genial, weil es bringt einfach mehr Realismus rein. Ich weiß auch nicht, man kann jetzt nicht einfach wie viele Noobs einfach sagen, hier, ich will den verpflichten, der soll so und so viel Pace mindestens haben und so. Das braucht man nicht mehr machen und das gibt's auch nicht mehr. Bevor man einen Spieler verpflichten will, muss man ihn scouten lassen. Ob das jetzt ein Talent ist oder ein Vollprofi wie, sagen wir mal, Schweinsteiger. Man muss trotzdem vorher gucken, was der so hat, bevor man überhaupt verpflichten sollte. Und das finde ich schon sehr, sehr geil. Und vorhin habe ich wieder aufgehört, leider zu erzählen. Ich freue mich halt einfach auf Karrieremodus. Der wird, glaube ich, richtig geil. Ich freue mich auf Ultimate Team. Da fast alles, was da drin vorkommt. Außer Liga, weil Liga ist immer noch Dreck. Das wird bei FIFA 14 eh nicht anders. ich werde sowieso mehr Turniere spielen und Einzelspiele und so. Und ich bin gespannt auf jeden Fall. Jetzt möchte ich noch eine Sache erzählen, wo ich mir gedacht habe, wenn das stimmt, dann ist ja ziemlich am Müll. Ihr wisst ja, Leute, es wird ja die Legendenkarten geben die Xbox. Und es ist ja auch bekannt, wer die Legenden schon ungefähr sein werden. Ja. Und ich hab letztens gegoogelt, weil ich unbedingt mal wissen wollte, was haben die denn so für Werte? Die Werte sind, glaube ich, soweit ich weiß, immer noch nicht bekannt. Aber bin dann auf eine Seite gestoßen, da wurde gesagt, dass diese Legendenkarten erstens mal sehr, 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 sehr selten sein sollen. Das heißt, die werden arschteuer. Aber das ist auch irgendwie logisch, weil so eine Legende muss teuer sein, finde ich. Ja, ist ja auch in Ordnung, das ist ja nicht mein Problem. Ja. Mein Problem ist aber, wenn man so einen hat, dann habe ich gelesen, das ist aber, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das original ist, ob das alles stimmt und so, das habe ich nur so gelesen, nimmt es nicht so ernst, aber wenn es so ist, dann wird es richtig Müll, dann bringen die Legendenkarten nichts. Man kann mit den Legendenkarten nur spielen, habe ich gelesen, bei bestimmten Legendenturnieren. Und das passt irgendwie nicht. Also, wenn ich eine Legende ziehe, sagen wir mal, ich ziehe Van der Sar und, keine Ahnung, ich pack den, will den im Ultimate Team benutzen gegen andere Leute im Einzelspiel, dann geht es angeblich nicht. Ich muss also quasi warten bis zu so einem Legendenturnier und kann dann gegen andere Spieler mit Legendenkarten antreten. Und das finde ich halt nicht so toll. Ja, bist du wieder da, Malvin? Ich war nie weg. Okay. Worauf ich mich noch freue, auf jeden Fall, ich habe bei FIFA 13 am Anfang ziemlich viel die virtuelle Bundesliga gespielt. Es hat mir ziemlich gut gefallen, weil da sind ja alle Spieler gleich im Prinzip. Und das finde ich schon ziemlich gut, weil so kann man halt wirklich wissen, wer besser ist. Und da hat keiner wirklich einen Vorteil, bis auf die Körpergrößen. Und ansonsten ist eigentlich relativ gleich alles. Nur leider, es gab ja auch dieses Turnier, also das große richtige Turnier von der virtuellen Bundesliga, und als das zu Ende war, verschwand ja die virtuelle Bundesliga aus FIFA 13. Mhm. Das fand ich schade, weil ich hätte es gerne einfach weitergespielt, weil es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, und ich würde gerne mir in FIFA 14 wünschen, dass es dauerhaft die virtuelle Bundesliga gibt. Mhm. Ja, ich kann deinen Wunsch nachvollziehen. Ich selber hab nie virtuelle Bundesliga gespielt. unglaublich, deine Mutter. Das ist mein Vater, aber... Das ist dein Vater, der versteht wohl nicht, was es heißt, bleibt draußen. Ja. ich bin sowieso fertig mit dem Pack-Opening. Ich habe meine 100.000 Münzen rausgehauen. Und nur Dreck gezogen, oder? Ja, ist schon Dreck, muss man sagen. Eto und so ist halt nur Pace und so. Okay, hat sich nicht so gelohnt. Du hast ja noch 100.000, vielleicht kann ja noch was rauskommen, wer weiß. Ja, mal gucken. Ich habe ja noch einen Gast an meiner Seite, Leute, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das ist der Gast, der doppelt, vielleicht sogar fast dreifach so groß ist wie ich. Ich freue mich schon drauf, ihn dann in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Meine Frage, oder beziehungsweise Malvins und meine Frage an euch wäre, wie findet ihr die aktuellen Infos, die aktuellsten Infos, die es momentan gibt über Ultimate Team? Schreibt das doch bitte in die Kommentare rein. Was gefällt euch von den Neuerungen jetzt, die wirklich offiziell bestätigt worden sind? Bei welchen Spielern
seid ihr richtig enttäuscht von der Bewertung her und so weiter und so fort. Das würde mich und den Malven mit Sicherheit auch interessieren. Ja, auf jeden Fall. Schreibt das rein. Und ich bedanke mich wieder bei dir, Malven, dass du dabei warst. Wenn das Video dann vorbei ist, dann kannst du ja mal deine Eltern ein bisschen schimpfen, warum sie da auch genervt haben. Das kann ja wohl nicht angehen. Darauf kannst du dich einstellen. Ja, mach das mal. Am besten machst du noch ein Video und lädst es hoch. Ja, natürlich. Ja, und an euch da draußen, vielen Dank, dass ihr wieder zugeguckt habt. Ich überlasse wie immer das letzte Wort an meinen Gast, also an den Malven heute. Und ich verabschiede mich wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Und jetzt wird sich der Malven noch bei euch verabschieden. Bis zum nächsten Mal, euer Haxenbayer. Jo, danke, dass ich dabei sein durfte. Sorry, dass ich mehrmals gestört wurde. Dafür kann ich leider nichts. Ist halt so, wenn man zu Hause wohnt. Und es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Schaut die anderen Videos von Haxen. Er ist ein toller YouTuber, auch wenn ihr ihn immer schaut. Schaut es nochmal an. Und wir sehen uns dann bestimmt beim nächsten Pack-Opening. Tschüss. Ciao.